Coco konnte nicht abwarten, bis die Sonne seine Zeitungen getrocknet hatte. Coco hatte doch Bill versprochen, alle Zeitungen auszuliefern. Wenn er das nicht schaffte, konnte Bill seinen Job verlieren. Vielleicht wusste der Mann mit dem gelben Hut, wo man trockene Zeitungen herbekam. Und da vergaß Coco, nach vorne zu schauen. Glück, dass er seinen Helm aufhatte. Pech, dass das Fahrrad keinen hatte. Der Weg nach Hause war ein langer Weg für Coco. Hallo, Coco. Suchst du vielleicht jemanden, der dir dein Fahrrad repariert? Mich darfst du da nicht fragen. Aber nein, Clara kann das auch nicht. Komm mit. Sieh mal, meinst du, du kannst Kokos Rad wieder fahrtüchtig machen? Ich weiß, dass ich es kann. Das kriegen wir wieder hin. Alles schien prima zu laufen, aber Coco fand, dass er auch mithelfen sollte. Ein Schraubenschlüssel. Coco wusste, wie man den benutzt. Das sieht gut aus. Als nächstes richten wir die Speichen. Sehen, ob es wieder rund läuft. Ja, es dreht sich einwandfrei. Und jetzt noch der Schlauch. Aha, da muss ein Flicken drauf. Was ist denn der Schraubenschlüssel? Oh, danke, Coco. Nun brauchen wir nur noch ein bisschen Luft in den Reifen. Coco hatte nicht so viel mitgeholfen, wie er sich gewünscht hätte. Zuvor vielleicht noch ein, zwei kleine Korrekturen. Aber wie man eine Luftpumpe benutzt, das wusste er. Coco fuhr so schnell er konnte, um dem Mann mit dem gelben Hut von seinem Zeitungsproblem zu berichten. Coco, ich habe eine Überraschung für dich. Übrigens, Coco, Bill ist vorbeigekommen. Wie es scheint, haben wohl einige Leute ihre Zeitungen heute nicht bekommen. Ja, und eine alte Dame hat eine Ente in einem Zeitungsboot vorbeischwimmen sehen. Sie konnte noch nicht einmal die Schlagzeilen lesen. Da fiel Coco plötzlich ein, dass er dem Mann mit dem gelben Hut doch eigentlich von seinem Zeitungsproblem erzählen wollte. Halt die Luft an, Coco! Was hältst du davon, wenn wir einfach ein paar trockene Zeitungen kaufen und sie gleich austragen? Und so konnte Coco doch noch seine Tour vollenden. Genau wie ein echter Zeitungsjunge. Vielleicht sollte ich mir auch mal wieder ein neues Fahrrad kaufen. Entschuldigung! Dann fragte sich Coco, was aus einem Gummiband wachsen konnte.
Oder dieser Feder. Coco würde alle möglichen spannenden Dinge wachsen lassen. Der Mann mit dem gelben Hut hatte seine Rede noch nicht fertig. Aber Coco könnte doch den Rest für ihn wachsen lassen. Bla bla di bla blidel di du bla bla. Vielen Dank. Das würde die beste Rede aller Zeiten werden. Hallo Coco, hast du etwa die ganze Zeit hier gesessen und auf mich gewartet? Ah, du hast nicht die ganze Zeit hier gesessen und auf mich gewartet. Wenn der Mann dieses Gesicht machte, dann hieß das, Coco würde einen langen Vortrag hören. Also, verstehst du, Samen, Nüsse und Eicheln, all diese Dinge wachsen in der Erde. Aber meine Socken, das Radio und der Dosenöffner wachsen nicht in der Erde. Na schön, dann müssen wir jetzt wohl schnell all die Dinge ausgraben, die du verbuddelt hast. Oh, Coco, wo ist meine Rede geblieben? Das Allerwichtigste ist meine Rede. Die müssen wir zuerst ausgraben. Aber anders als Hopsi, das Eichhörnchen, konnte Coco nicht schnuppern, wo er zuerst graben musste. Alles roch nur nach Erde. Hallo, grabt ihr euch einen Swimmingpool? Oh, schön wär's, Bill. Nein, Coco hat Eichhörnchen gespielt und meine wichtige Rede vergraben. Und nun finden wir sie nicht. Ich helfe euch. Wartet, ich kenne jemanden, der uns wirklich helfen kann. Sie ist Expertin im Buddeln. Hier ist ihre Rede auch nicht. Sie graben sich wohl einen Swimmingpool. Coco hat was verbuddelt. Wir versuchen, es wiederzufinden. Nun, ich habe einen Metalldetektor. Damit suche ich manchmal unten am See nach Münzen oder ähnlichen Dingen. Vielleicht kann ich damit helfen. Toll! Also, naja, meine Rede ist nicht wirklich aus Metall. Ich meine... Oh, ja. Das hört sich gar nicht so schlecht an. Vielleicht ist es das endlich, wonach wir suchen. Nein, meine Rede ist nicht aus Metall. Ob die etwa von einem Piraten sind? Ja, möglicherweise. Vielleicht gehören sie zu einer Schatzkiste. Ach nein. Wir werden die Rede niemals rechtzeitig finden und es ist keine Zeit mehr, sie neu zu schreiben. Die Lobrede muss leider ausfallen. Coco konnte zwar nicht, was ein Eichhörnchen kann, aber dafür, was Affen eben können. Das bedeutete, er konnte wirklich sehr, sehr gut sehen. Du hast sie gefunden! Die Rede! Nun, die ist aber nicht aus Metall. Das ist also die frische Landluft, in der diese wunderbare Rede entstanden ist. Wollen Sie etwas Bestimmtes pflanzen? Das ist eine sehr lange Geschichte. Das ist aber keine Erdnuss. Sieht aus, als würde das, was du vergraben hast, wachsen. Dann steckt also vielleicht doch ein kleines Eichhörnchen in dir. Das Klopfen kenne ich doch. Kommt rein, ihr zwei.
Meine Güte, was ist das denn? Mein Hobby. An kniffligen Dingen zu arbeiten entspannt mich. Hast du jemals in deinem Leben eine schönere Uhr gesehen, Coco? Na, dann passt mal auf, was sie zur vollen Stunde kann. Und wie findet ihr das? Wirklich sehr beeindruckend. Schön, dass sie dir gefällt, Coco. Oh, wir müssen los. Wie es aussieht, fängt die Raketenschau gleich an. Na, willst du uns vielleicht begleiten? Oder bewachst du lieber meine Uhr? Verstehe. Wenn es Frau Professor Weisheit recht ist, habe ich auch nichts dagegen. Und wenn du die kleinen Leute noch mal sehen willst, dreh den großen Zeiger einfach einmal im Kreis auf die 12. Viel Spaß! Wie lange schrauben Sie denn schon an der Uhr herum? Ach, erst 3 Jahre. Ah, so ist das. Einen Moment, ich komme gleich nach. Also, Coco, sei ein braver kleiner Affe. Genau das meine ich. Coco wartete ungeduldig auf die kleinen Leute. War das nicht Cocos Freundin Kompass? Die verwirrte Brieftaube? Denn während alle anderen Brieftauben sich ordentlich auf der Statue versammelten, wusste sie nicht richtig, wohin. Na klar, das war Kompass. Coco freute sich riesig, seine Freundin, die Taube, zu sehen. Und Kompass freute sich riesig, ihren Freund, den... Was war Coco nochmal? Egal. Nun wollte Coco seiner Freundin zeigen, was Frau Professor Weisheits Uhr Tolles konnte. Aber der große Zeiger musste unbedingt dran sein, wenn man die kleinen Leute sehen wollte. Irgendwo hier drin mussten sie sein. Da fiel es Coco wieder ein. Das Werkzeug. Wenn man etwas auseinandernimmt, sollte man sich allerdings lieber merken, wie man es wieder zusammenbaut. Da bist du ja, Chucky. Ich habe dich den ganzen Morgen gesucht. Hallo, Coco. Oh, ist das hier dein Limonadenstand? Und hast du schon viel Geld verdient? Wenn du was verkaufst, musst du Geld dafür verlangen.
Und da verstand Coco, was der Mann mit dem gelben Hut gemeint hatte. Er hatte erst Geld verdient und sich davon den Ball gekauft. Aber Coco hatte ja so schon keine Kunden. Wie sollte er dann welche finden, die auch noch bezahlten? Hey, schon gelesen? Defekte Eisteetransporter im Zoo. Die Elefanten haben alles ausgetrunken. Ich habe gehört, dass er zur Baustelle unterwegs war. Jetzt bekommen die armen Bauarbeiter gar nichts zu trinken. Wie schrecklich. Sie sind bestimmt die erschöpftesten und durstigsten Menschen in der ganzen Stadt. Du, Coco, denkst du jetzt genau dasselbe, was ich denke? Diese Hitze. Kauft Limonade, frisch und kühl von diesem Äffchen. Limonade! Oh, Limonade! Du bist ja ein Retter in der Not, kleines Äffchen. Vielen Dank. Wow, das Geschäft läuft wirklich gut hier. Wirklich toll von dir, Coco. Vielen Dank. Es war eine prima Idee. Wir müssen die ganze Limonade loswerden, damit wir einen Fußball kaufen können. Aber es steht keiner mehr an. Entschuldigung, kann man die Limonade kaufen? Hey, hier gibt's Limo. Kommt, Männer. Und nochmal viel Limonaden, Coco. Aber Coco hatte nur noch zwei Becher voll. Ich brauche jetzt die nächsten vier, Coco. Das Äffchen hat keine Limo mehr. Wo können wir welche auftreiben? Da fiel Coco wieder ein, wie man zwei Becher Limo in vier verwandeln konnte. Eine sehr gute Idee, Coco. Bitte, halbe Größe zum halben Preis. Danke, Coco. Das tut gut. Herrliche, kühle Limo. Danke, Äffchen. So gute Limo habe ich schon lange nicht mehr getrunken. Und genau im richtigen Moment, kurz vor dem Verdursten. Wie toll! Wir haben heute richtig viel Geld verdient, Coco. Wir haben deine Limo bis auf den letzten Tropfen verkauft. Nur, es war nicht Cocos Limonade. Wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich auch ein Glas herrlich kalte Limonade trinken. Er musste schnell neue besorgen, bevor der Mann mit dem gelben Hut nach Hause kam. Coco, wo ist denn unsere ganze Limonade hin? Bist du etwa mit der Limonade spazieren gegangen? Ach ja, ich hatte gesehen, dass dein Fußball kaputt ist. Hier hast du einen neuen. Es hatte funktioniert. Coco hatte einen Limonadenstand aufgemacht und einen neuen Ball bekommen. Und der Mann mit dem gelben Hut wusste jetzt, wie man Limonade aus Cocos Nase spritzen lassen konnte.